zweite Langdistanz in meinem Leben und es fühlt sich anders an als bei der ersten. Ich muss sagen, bei der ersten war ich natürlich noch viel aufgeregter, ja, weil natürlich alles neu war. Und jetzt bei der zweiten ist es auch nicht so, dass ich jetzt völlig gechillt bin, aber es, ja, es fühlt sich nicht so krass an. Also es ist schon komisch und es schleicht sich so deswegen das Gefühl so ein bisschen ein, hast du nicht doch was vergessen? Meine Geheimwaffe habe ich hier schon an Bord, das sind die Lambertheimer Riesen, das sind ganz spezielle Gummibärchen. Die hatte mir damals der Michael, also mein super Supporter in Frankfurt, ja, vorab noch kurz gekauft und die habe ich gegessen und ich glaube, nur allein deretwegen habe ich es ins Ziel geschafft und deswegen futter ich hier schon auf der Fahrt. Ich habe mir die von ihm nochmal zuschicken lassen. Ja, also ihr seht, die Vorzeichen stehen alle auf grün. Die einzige kleine Sache, die mir einfällt, gestern hatte ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, ich hätte so einen Halskratzen, da kam so der Hypochonder in mir durch. Also so ganz sicher bin ich mir nicht, aber ich will es mir eigentlich auch nicht einreden und lieber wegreden. Und es wäre viel zu schade, wenn jetzt ja auf die letzten Tage irgendwas kommen würde oder sollte. Ich hoffe es einfach mal nicht und ja, das wird schon alles gut werden. Wechselzone einrichten. Ich hoffe, ich habe alles dabei und nichts vergessen, aber es schaut gut aus. Ja, ist ganz schön cool. Also ich bin auf der Suche nach meinem Ständer für den Wechselbeutel und dann sitzt dann einfach Jan Frodeno hier rum. Ist schon ein netter Sport, wo alle so zusammen sind. Und jetzt zur Sicherheit nochmal den Laufweg abgehen aus der anderen Richtung. Auf geht's, der große Tag und ich muss sagen, ich konnte echt einigermaßen gut schlafen. Ich habe es geschafft, mir den Kopf so ein bisschen frei zu halten, nicht an morgen zu denken. Ich bin gespannt, wie es laufen wird. Also die Bedingungen sind wirklich eigentlich optimal. Also es sind jetzt, glaube ich, 20, 22 Grad Höchsttemperatur, Sonne scheint. Im Moment ist relativ windstill und ja gut, ein bisschen Wind wird immer sein. Jetzt hoffe ich nur, dass das Wasser nicht allzu kalt ist, aber da waren die ersten Erfahrungsberichte von anderen, dass es dann irgendwie doch geht. Ich war gestern selber nicht im Wasser und ja, jetzt kann ich es einfach nur noch kommen lassen, möglichst viel davon genießen und die leidvollen Situationen möglichst gut meistern. So Helmut, ein paar Minuten nach deinem Zieleinlauf. Sehr erschöpft. Ja, genau. Also schön hier in den Apfel gerade zu beißen. Bist du zufrieden? Auf jeden Fall. Aber ja, mir war wieder so übel beim Laufen. Also schade. Aber gut, ich fange mal vorne an. Schwimmen? Also ich habe jetzt gar nicht die Zeiten, ich kenne die gar nicht. Mhm. Aber die hast du vielleicht. Schwimmen war auch okay. Ich glaube, so 1,18 oder sowas bin ich geschwommen. Ja, kommt hin, okay. Also ein bisschen langsamer als in Frankfurt. Ich vermute mal, ich bin 4,5 Kilometer geschwommen. Und ja, und gleichzeitig war es ganz schön ruppig. Also ich habe, ich glaube, mein Neo ist hier so aufgeschlitzt worden. Einer ist da rangekommen. Plötzlich kam da irgendwie ganz viel Wasser rein. Und ja, ich habe also ein paar Schläge, ein paar Tritte abbekommen. Also es war nicht so rund. Also in Frankfurt fand ich es ja echt richtig entspannt. Das war wirklich so ein schönes Durchgleiten. Und hier war es vielleicht auch, ja, weil man sich irgendwie so Stress gemacht hat mit diesen Brücken. Und dann wird es immer eng. Ja, unheimlich. Naja, unheimlich fand ich jetzt gar nicht. Aber es wird eng und die Leute kommen halt alle zusammen. Und dann ist es halt einfach voll. Und, ja, aber das, ja, keine Panikattacken und irgendwie, also ich glaube, vom Tempo war es richtig gut, also genau richtig durchgeschwommen und genau, hat alles super geklappt.
und dann, ja, die Wechselzone ist echt lang, ne? Ja. Aber da habe ich mir Zeit gelassen, nochmal aufs Klo zu gehen. Und auf dem Rad, da hatte ich mir vorgenommen, also echt soft anzufahren. Das ist, also ich glaube schon, das hat ganz gut geklappt. Also es war gut, dass ich mir die Vorgabe gemacht habe. Aber am Anfang fährt man durch die Stadt und das ist eng. Und dann will man halt doch vorbei, weil vor allem irgendwie ein langsamer ist. Und da, ja, da waren vielleicht ein paar kleine Spitzen zu viel. Und dann habe ich mich so langsam hochgesteigert, das ging gut und es hat richtig Spaß gemacht. Also wirklich so. Du hast auch einen guten Schnitt gehabt, muss ich sagen. Also, ja, also es war halt voll zum Teil auf der Strecke. Und manchmal haben sich halt so Pulks gebildet. Also da ist, also und manche sind auch echt wie immer halt so voll die Lutscher, die dann alle echt im Pulk fahren. Und gerade wenn du am Deich fährst, also es war jetzt nicht so windig, aber du merkst schon, ob du einen vor dir hast oder nicht. Also auch wenn du halt den Abstand hältst. Und da bin ich dann halt auch manchmal in der Reihe geblieben, weil es macht keinen Sinn. Ich habe es manchmal probiert, dann vorbeizufahren, und dann kriegst du so viel Gas und 5 Minuten später kommt die Gruppe wieder und fährt er dir vorbei. Das ist, ja, und genau, da war es halt immer, also da bin ich mal gespannt, so auf den Graphen. Da habe ich zwischendurch dann auch mal nur so 140, 160 Watt getreten, weil du halt einfach dann in der Gruppe warst. Aber das war richtig. Und dann gab es aber auch Phasen, da bin ich halt echt gefahren. Und manchmal sind mir dann doch die Pferde ein bisschen durchgegangen. Also weil es einfach so gut lief, habe ich dann einfach noch mehr Gas gegeben und es war vielleicht ein bisschen zu früh. Und ich habe dann zum Ende hin gemerkt, da wollte ich mich dann an einen noch ranhängen. Bin dann ein Stück mitgefahren, das war ein bisschen zu lang, weil der war einfach ein Ticken zu schnell. Und das hat noch mal ein bisschen Energie gekostet. Und dann war ich, ich denke mal, dass nach hinten die Wattwerte runtergehen. Und genau, und dann habe ich beim Laufen, habe ich schon gemerkt, so, okay, 5,15 hatte ich mir vorgenommen, habe aber lieber so auf 5,20, 5,30 mich eingepegelt und das war auch gut. Ich bin zwischendurch halt viel langsamer geworden, als dazu bin ich gegangen. Das war auch echt wichtig. Und ich glaube, was auch stark gehen war, ich fühlte mich so cool, weil die Radfahrt so super war und dachte so, oh, das war mir auch gar nicht so beeilen. Also ich habe da echt so ein bisschen lässig fehl gemacht, weil ich dachte, er so viel Zeit gegenüber dem letzten Mal gut gemacht. Und das ist schon, also da finde ich, es ist schon ausschlaggebend, ob du halt eine Wattzahl siehst oder nicht. Letztes Mal bin ich ja wirklich dann nur so nach Gefühl gefahren und es war halt wahrscheinlich die ganze Zeit runter und deswegen konnte ich dann auch schneller laufen. Auch wenn ich da in Frankfurt auch mal ein Problem hatte und dann halt auch es halt wirklich ging. Und jetzt war beim Laufen witzig, also die ersten beiden Runden bin ich so ganz locker durch und ich wusste, die dritte wird die härteste vermutlich und so war es dann auch. Also da, ja, aber auch die zweite, also ich habe schon gemerkt so, oh Mann, das irgendwie bin ich müde und das ist anstrengend so. Ja. Aber was richtig cool war, ich dachte mir, okay, also wenn ich die dritte geschafft habe, dann habe ich, sag ich mir jedenfalls, das Schlimmste geschafft und dann letzte Runde ist halt nur noch die letzte Runde. Und das hat, also da hat es im Kopf Klick gemacht und ich bin vielleicht jetzt nicht viel schneller gelaufen, aber also bestimmter gelaufen. Davor war also scheiße und da war es halt sehr fokussiert und ja, ich will jetzt einfach die letzte Runde richtig cool machen. Und zwischendurch hatte ich da auch einen ganz guten Schnitt und ja, klar, dann auch wieder in die Station gegangen und gepflegt. Ja, leider halt doch so immer ein bisschen Übelkeit. Das ist schade. Also, ja. Aber gut so ist es. Bist du mit der Sonne ganz gut klargekommen? Ich meine, temperaturtechnisch war es eigentlich ja angenehm. Also zum Radfahren bestimmt cool. Ja. Zum Laufen, als ich in der Sonne gewartet habe, ich dachte mir, die Sonne knallt doch ganz schön. Ja. Ja, also ich habe mich eingecremt, aber mal gucken, ob ich irgendwie einen Sonnenbrand habe. Also ich habe mir ab und zu Wasser über den Kopf geschüttet und dann habe ich gemerkt, wenn ich das Wasser hier so runterlaufen lasse, war mir dann irgendwann zu kalt. Und das habe ich dann weggelassen, habe dann den Kopf nach vorne gebeugt. Also nur den Kopf gekühlt und das war eigentlich ganz gut. Und es hat sich jetzt nicht so drückend angefühlt, aber Frankfurt halt schon nochmal eine andere Hausnummer. Ja, und dann, also ich habe echt, als ich das vierte Bändchen bekommen habe, ist ja immer ungefähr nach
7 Kilometer und dann echt so laut gebrüllt, fuck, jetzt nur noch eine Runde und genau, das hat mich echt gepusht und hab dann die Kilometer runtergezählt und dachte, was soll's, also jetzt noch 8 Kilometer, jetzt noch 7, 6 und das war ein schöner Spaß gemacht und ja, war natürlich hart. Also echt zwischendurch dachte ich auch so, warum machst du denn sowas? Klassiker. Nicht normal. Genau. Und dass man halt das auch vom letzten Mal eigentlich schon wieder völlig vergessen hat. Aber ich muss sagen, wenn diese Übelkeit nicht wäre und nur die Erschöpfung, wäre es nochmal was anderes. Aber gut, kann man sich eh nicht aussuchen. Ja. Hast du schon Anmeldeformular fürs nächste Jahr geholt? Nein. Ja. Hey Helmut, ich glaube, du bist jetzt hier mittendrin gerade. Viel Erfolg und ich freue mich, den nächsten wieder von dir zu hören. Es ist schon fast wieder eine ganze Woche vergangen. Die ganzen guten Eindrücke klingen natürlich noch nach und die ganzen quälenden Dinge habe ich zum Glück alle schon längst wieder verdrängt. Also war wirklich eine schöne Veranstaltung. Bin froh, dass ich wieder mich so lange vorbereitet habe und dass ich, ja, da muss man ja auch dankbar sein, tatsächlich an dem Tag dann fit war. Also da hat wirklich alles gepasst. Es war wirklich wunderschön. Und ja, an der Stelle auch nochmal danke fürs Mitfiebern, nicht nur an dem Tag selber, sondern auch über die letzten Wochen und Monate. Danke für eure Kommentare, das ja habe ich ja schon häufiger gesagt, ist natürlich auch motivierend. Also wenn ich hier irgendwas reinspreche und mich natürlich dann selber so ein bisschen dran halten muss, beziehungsweise wenn ihr mir Mut macht. Und an der Stelle auch nochmal danke für die Tipps, die ihr abgegeben habt. Es sind zwei Leute, die haben exakt 10:45 getippt und an die wollte ich ein kleines Büchlein verschenken. Ich bin großer Fan geworden von dem Buch 240 Kilometer in 24 Stunden. Ich habe die beiden schon angeschrieben und ja, dann schreibe ich noch kurz was rein. Danke fürs Mitspielen, danke auch nochmal für die Videos, die mir zugesendet worden sind. Die machen natürlich dann eben so ein Recap-Video nochmal ein bisschen anschaulicher, dass ich dann immer nicht nur reinquatschen muss. Und großen Dank natürlich vor allem an Patrick, der die ganze Zeit an der Strecke war, mit dem ich mich vorher getroffen habe, hinterher getroffen habe und der auch eben schon über mehrere Wochen und Monate hier das alles verfolgt hat. Das ist immer sehr cool. Also danke an alle und wie immer euch gutes Trainieren. Ich mache jetzt erstmal vermutlich mal so ein bisschen Pause, beziehungsweise ein Video zur Apple Watch steht noch aus, wie die den Triathlon überlebt hat und das aber dann eben an gesonderter Stelle. Ja, und jetzt erstmal alles so ein bisschen sacken lassen und dann bin ich selber mal gespannt, wie es hier weitergeht. Also Grüße an euch und dann bis zum nächsten Video. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.